Servus Leute, RagingRaptor.de hier und ich begrüße euch zu einem neuen Tipps-Video. Und zwar heute ziemlich etwas anderes, und zwar möchte ich mich heute auf eine spezielle Panzerklasse konzentrieren. Diese Tipps sind diesmal wirklich eher allgemeiner und eventuell sogar auch für neuere Spieler gedacht, weil ich unter anderem auch einen Kollegen habe, der jetzt erst mit World of Tanks angefangen hat. Und ich möchte mich noch ganz, ganz herzlich bei Erdenstolz von Blute aus dem Forum bedanken, der mir nochmal geholfen hat, der nochmal ein bisschen die Tipps, die ich schon angefangen habe aufzuschreiben, nochmal überarbeitet hat oder nachgeguckt hat und noch seinen Input mir gegeben hat. Dazu auch noch ein paar Leute aus Legacy und der andere Mango Killer, welcher jeden Stufe 9er Scout mal gedreimarkt hat. Also ja. Wir haben, wie schon gesagt, heute 5 Tipps und ich denke, es ist doch am besten, wenn wir mit dem ersten Tipp anfangen. Und der erste Tipp ist auch, das zeigt noch ein bisschen meine Meinung, und der erste Tipp ist, Scouts haben Kanonen. Dazu muss ich aber sagen, aus meiner Sicht ist Scoutfahren oder der Scout die Königsdisziplin aus World of Tanks. Weil als Scout habt ihr meistens Kanonen, die schlechter sind als die von Mediums. Siehe zum Beispiel Stufe 10 Panzer. Da ist jedes Scout-Kanone eigentlich schlechter als die von einem Stufe 10 Medium Panzer. Und beim Scout braucht ihr aus meiner Sicht die meisten Kenntnisse zu den verschiedenen Game-Mechaniken. Aber dazu kommen wir dann nachher gleich noch oder später dann noch. Und das Wichtigste ist halt bei diesen Kanonen, oder was ich damit meine ist, das habe ich auch meinem Kollegen gesagt, ihr könnt nicht einfach nur in einem Busch rumcampen, passiv scouten, eure Binos, euer Camonet aufhalten oder aufstellen und dann darauf hoffen, dass euer Team das macht, was ihr wollt. Natürlich kann das funktionieren und es gibt auch diverse Maps, wo das ohne Probleme funktionieren kann. Siehe Prokhorovka, siehe Malinovka. Aber auf anderen Maps müsst ihr eben diese Königsdisziplin lernen und aktiv auf das Geschehen auf dem Schlachtfeld agieren und auch aktiv damit kämpfen, was da passieren kann. Und das eben, mein erster Tipp ist, dass die Scouts Kanonen haben. Ihr sollt diese Kanonen benutzen. Ihr sollt, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Gegner auf 450 Meter zu treffen, beschießen. Weil, vor allem eben, wenn ich euch denn da ein bisschen mit auskennt, mit den verschiedenen Map-Kenntnissen und Spot-Kenntnissen, könnt ihr einen Gegner sowas von outplayen und genau da kommt auch der Spaß drauf. Mit outplayen meine ich, dass ihr einen Gegner zum Beispiel beschießen mit eurem Scout, aber er euch nicht spotten kann, weil ihr außerhalb seiner Sichtweite steht oder unter anderem auch außerhalb oder einfach außerhalb aus der maximalen Spot-Range steht und ihr wisst, es ist kein Scout da, der euch spotten kann oder ihr benutzt die Büsche korrekt. Darum. Und ihr werdet auch merken, wenn ihr zum Beispiel auch ein Spieler seid, der eher ein bisschen auf XVM fixiert ist und auch damit ein bisschen gucken möchte, was da passiert mit seinen Stats, wird merken, dass wenn man mit Scouts, je nachdem mal ein bisschen Schaden hinbolzt und hinkriegt, dass da auch ziemlich schnell mal die WN8 hochgeht. Das Wichtigste bei den Scouts ist halt immer noch, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann drückt dem Gegner einen Schuss rein. Und ihr dürft auch nicht vergessen, ihr müsst als Scout des Öfteren auch mal wissen, wo Schwachpunkte sind von einem Panzerfrontal. Darum ist aus meiner Sicht eben, wie schon gesagt, die Scout-Klasse die Königsklasse in World of Tanks. Der nächste Tipp, den ich habe, oder ist eigentlich alles rund ums Spotten kennen. Und da gibt es eigentlich nichts Besseres als das World of Tanks Wiki, der da ziemlich viel erklärt. Ich probiere das jetzt hier ein bisschen angeschnitten zu erklären, was eigentlich das Wichtigste ist, um alles rund ums Spotten zu kennen. Das Wichtigste rund ums Spotten ist halt, dass ihr wisst, wie weit ist eure Sichtweite. Und ich muss sagen, mein Kollege, der unter anderem mit Stufe 6er Scouts fährt, bei den Panzern ist es meistens so, dass ihr nicht gerade viel Sichtweite habt. Ich glaube, so 360 hat jetzt gerade der Stufe 6er, der Amerikaner, der T-37. Lass mich das ganz kurz nachchecken. 370 Meter Sichtweite. Also beinahe, also wirklich nicht ohne sehr, sehr gute Crew
und sonstigen Sachen, werdet ihr es nicht hinkriegen, mit diesem Panzer die 445 Meter Sichtweite zu knacken. Was ist denn genau diese 445 Meter Sichtweite? Die 445 Meter Sichtweite ist so eigentlich das Hardcap oder die obere Grenze, an wie viel Sichtweite ihr haben könnt und wie viel auf der Map ihr spotten könnt. Jeder Panzer kann über diese 445 Meter Sichtweite natürlich drüber gehen. Und dazu kann es zum Beispiel auch sein, ich nehme jetzt mal keinen Panzer, ich kann einen Scout-Panzer dazu nehmen, um das zu erklären. Zum Beispiel mein Sheridan besitzt mit seinen Optiken, mit seiner sehr guten Crew und ein paar Sichtweiten-Skills 493 Meter Sichtweite. Und wie ihr sicher merkt, das sind um die 50 Meter mehr Sichtweite als das, was ich eigentlich maximal haben kann. Diese zusätzlichen 50 Meter Sichtweite werden dann dazu benötigt, um Gegner, welche zum Beispiel auf dem offenen Feld stehen, früher zu spotten. Das nennt sich Camo-Breaking oder Tarnungszerstörung, wenn man es so Wort für Wort übersetzen möchte. Diese Camo-Zerstörung ist früher, vor 1.0, viel effektiver gewesen, da sie extrem gut durch Büsche hindurch ging. Jetzt leider ist es nicht mehr so, jedoch es bringt weiterhin noch mehr als 445 Meter Sichtweite zu haben, denn, wie schon gesagt, ihr könnt auch mal Leute, die auf dem offenen Feld stehen, viel, viel früher spotten. Das kann euch ziemlich viel mal was bringen. Die nächste Mechanik, was ihr wissen müsst beim Spotten ist, dass jeder Panzer verschiedene Spotpunkte hat. Also jeder Panzer sind mehr oder weniger am gleichen Ort sind diese Spotpunkte aufgestellt, aber man muss natürlich wissen, nur weil zum Beispiel ein Panzer euch zum Beispiel das vordere Kettenrad zeigt, aber nichts anderes davon, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass ihr den Panzer nicht spotten könnt, weil jeder Panzer hat zwei Sets von verschiedenen Punkten. Das erste Set sind die Sichtweite-Punkte. Und unter anderem sind die vorne an der Kanonenblende, dann einer oben an der höchste Punkt an der Kuppel, der dann in Mitte des Panzers steht, und je nachdem noch eine in der Seite des Panzers. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ja, das ist mehr oder weniger so, wie das ist. Mit diesen Punkten könnt die Gegner spotten. Und somit kann es auch heißen, dass wenn ihr über eine kleine Kuppel rüberlunst und nur eure Kuppel rausguckt, dass ihr die Gegner schon spotten könnt. Und das kann euch natürlich ein enorm großer Vorteil geben, denn wenn der Gegner nur eure ganz, ganz kleine Kuppel sieht, dann wird es ziemlich, ziemlich schwer für ihn getroffen oder euch zu treffen. Darum ist das schon mal ziemlich praktisch. Das zweite Set von Punkten, die ihr mehr oder weniger wissen solltet, sind die gespottete Checkpoints oder wann ihr gespottet werdet. Und diese Checkpoints sind ein bisschen anders gelegen. Unter anderem habt ihr einen je unter dem Turm links und rechts an der Wanne. Ihr habt einen frontal mittig am Panzer, auch wenn zum Beispiel eure Panzerschürzen vorne noch weiter drüber gehen, dann wird da eine Linie gezogen und je weiter vorne das ist, desto früher werdet ihr gespottet. Aber darum kann das natürlich auch heißen, wenn ihr zum Beispiel nur mit dem vorderen rechten Kettenrad um eine Ecke rumfahrt, dass ihr nicht gespottet werdet, weil weder der Checkpoint oder dieser Spotpunkt, der vorne in der Mitte des Panzers liegt, noch unter dem Turm seitlich liegt, nicht vom Gegner gespottet werden kann. Des Weiteren ist wieder die Kuppel oben, welche ihr als Spotpunkt benutzen könnt und vorne an der Kanonenblende, sowie ein Spotpunkt hinten am Heck. Dazu lasse ich euch gerne noch ein Bild oder so in der Kommentare oder nicht in den Kommentaren lesen oder lasse es oder ich am besten ich schneide es hier mal kurz ins Video rein, damit ihr das sehen könnt. Und ja, des Weiteren, was es noch zu den Spotting-Mechaniken gibt, ist die Büsche. Mit 1.0 ist es ein bisschen schwieriger geworden abzuschätzen, welcher Busch wie stark ist oder welcher Busch wie stark zusätzliche Camo gibt. Jeder Busch, jeder Baum, den ihr umfahrt, der ein bisschen Blätter dran hat, der gibt euch zusätzliche Camo. Das Problem ist aber mit dieser Tarnung,
oder dieser Camo. Sobald ihr schießt, dann wird alles in einem 15 Meter Radius verschwindet. Sofort. Für euch. Verschwindet diese Camo und die Büsche gehen kaputt. Und darum, ein guter Spieler, wenn ihr es vielleicht mal im Stream gesehen habt oder in einem YouTube-Video, unter anderem sicher auch bei mir mal, werdet ihr sehen, dass ein guter Spieler wird immer zuerst hinter, wenn er ihr etwas gespottet hat, immer zuerst hinter einen Busch fahren und erst dann auf den Gegner schießen. Wieso das? Sobald der Busch undurchsichtig für euch ist, dann wird diese 15 Meter Radius nicht mehr eingehalten. Und somit, rate was passiert, verschwindet der Busch nicht. Und ihr habt immer noch die zusätzliche Camo vom Busch vor euch. Diese 15 Meter Mechanik ist aus meiner Sicht extrem wichtig für einen Scout, wenn ihr mit dem Scout aktiv spielen wollt. Oder eben die Rolle eines Pocket Mediums, eines kleinen Mediums durch, oder wie soll man sagen, durchsetzen möchtet. Darum, da müsst ihr wirklich aufpassen oder eben das ein bisschen probieren, ein bisschen lernen, wo kann ich das gut machen. Aber wenn es geht, immer diese 15 Meter hinter dem Busch fahren, bevor ihr schießt. Natürlich, wenn ihr nur spotten wollt, dann könnt ihr ohne Probleme in diesen Büschen bleiben. Und ja, das sollte mehr oder weniger auch kein Problem dann sein. Aber wie schon gesagt, bis ihr das mal alles gelernt habt, ist es nicht gerade einfach. Nun, dazu kommt noch rund um Spotten, kommen natürlich auch noch Map-Kenntnisse. Ich habe, für meinen Kollegen, habe ich während einem Livestream 2 Stunden lang ihm jede Position auf der Karte, die ich kenne, wo ihr benutzen könnt, zum Passive-Scouten mal gezeigt. Ich gebe euch einen Link zu diesem Video auch drin, aber wie schon gesagt, das ist ein 2-stündiges Video. Ein paar tolle Leute haben unten noch in den Kommentaren geschrieben, welche Map wo anfängt. Aber es ist nichts zusammengeschnitten. Also es ist wirklich 2 Stunden pures, wenn man sagen, Team-Training-Gameplay. Aber da könnt ihr merken, viele Maps spielen sich mehr oder weniger gleich. Wenn ihr einen First Spot machen wollt, was ihr vielleicht schon mal gehört habt. First Spot, eben First, erster Spot, erster Spot halt. Und das ist wichtig, das meint man damit, dass ihr in einer aktive oder eine aggressive Position in der Mitte der Map oder meistens in der Mitte der Map fahrt, um die Gegner am Anfang des Gefechtes schon mal zu spotten oder aufzudecken. Und dieser First Spot ist in vielen Fällen, hilft das vielen Leuten oder vielen Spielern zu sehen, ich sehe zum Beispiel, da und da fährt ein Gegner hin oder da und da fährt der Stufe 8er hin, wenn ich Stufe 6er bin, darum fahre ich jetzt besser mal in die andere Richtung. Oder zum Beispiel auch Himmelsdorf kann das ziemlich von Nutzen sein. Wenn ihr zum Beispiel mal kurz Entschuldigung, durch die Mitte fährt und da probiert die genische Arti bzw. die genischen Heavys aufzumachen, wo die hinfahren. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein Jagdpanzer EN-100 in die Heavy-Gasse fährt oder auf das Feld fährt, dann fahre ich natürlich in eine andere Richtung. Oder wenn ich natürlich die Arti spotte, dann ping ich die an wie der größte Bobby, um natürlich der anderen Art, die unserer Art zu zeigen, hey, schieß mal da drauf. Weil auch wenn Art ja auf Himmelsdorf nicht gerade effektiv ist, dennoch kann sie vielen Leuten das Spiel ein wenig versauen. Aber wie schon gesagt, das generelle, die meisten Spots oder die meisten Spot- oder Aufdeckungspunkte sind immer da ein bisschen mittig von der Map. Und meistens auch die besten sind dann natürlich, wo ein Busch ist und direkt daneben noch ein Stein. Weil dann könnt ihr, wenn ihr gespottet werdet, sofort euch hinter den Stein verstecken und alles ist wieder in Ordnung. Und dann könnt ihr diese 10 Sekunden ungefähr warten, bis ihr nicht mehr gespottet seid. Und dann könnt ihr wieder probieren, in den Busch zu fahren, neben dem Stein und zu spotten. Aber ja, der nächste Punkt, den ich jetzt mal ansprechen möchte, ist Teamkenntnisse. Und da hat mir auch Erdenstolz zugestimmt, dass er darauf extrem großen Wert legt, beim Tipp Nummer 3, die Teamkenntnisse. Er unter anderem hat das noch verbunden mit XVM, damit ihr, wenn ihr zum Beispiel seht, ein guter Spieler, zum Beispiel mit 2000, 1500 WN8, der sagt mir zum Beispiel, soll man da hinfahren, zum Beispiel, oder der fährt links rum auf einer hypothetischen Maps, die offen ist, dann sollte ich vielleicht auch links rumfahren, um für ihn probieren zu spotten.
Und da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass vor allem aber das Wichtigste, was ich daran sagen möchte, ist, wenn euer Team zum Beispiel auf Lakeville ist, auf der Map, wo links da dieses Valley ist, diese Schlucht ist, in der Mitte dieser große See, und die meisten fahren, entweder fahren sie bei der Mitte beim See und warten da und probieren rings und rechts rüber zu snipen, oder fahren die Stadt rein. Lakeville, je nachdem, wie viele Scouts ihr habt, je nachdem, wie ihr das genau machen wollt, oder je nachdem, wie eure Teamaufstellung ist, ja, da spiele ich die Map als Scout komplett anders. Zum Beispiel auf Lakeville, eben auf dieser schönen Wassermap oder schönen Seemap. Merkt ihr, ihr seid der einzige Scout im Team. Und auch der einzige Scout im Gegnerteam. Also der Gegner hat einen Scout und ihr habt einen Scout. Gut, was macht ihr? Ihr probiert natürlich einen effektiven ersten Spotpunkt hinzukriegen oder ersten Spot, First Spot zu machen auf die Gegner, damit zum Beispiel eure Sniper-TDs auch mal was machen können oder auch mal was auf eure Leute schießen können, die ihr spottet. Wenn es aber zwei Scouts gibt, dann fahrt nicht beide in die gleiche Stelle. Nicht nur teilt euch die XP, sondern ja, was macht ihr dann? Ihr seid dann eigentlich mehr oder weniger nutzlos, weil da ist ja schon eine Person. Probiert aktiv zu denken, wo ihr hinfahrt, und sagt dann, ja gut, wenn der eine Scout in die Mitte fährt, dann kann ich ja ein bisschen weiter am See runterfahren und dann mir da meine schöne Position in einem Busch aussuchen, wo ich noch weiterhin Leute aufspot oder aufdecken kann. Aber was passiert, wenn ihr auf Lakeville drei Scouts habt und der eine fährt in den Spotbusch, der andere fährt in die Mitte? Was macht ihr dann? Dann könnt ihr euch überlegen, in diese Schlucht auf der einen Seite der Map reinzufahren, ins Valley. Ansonsten würde ich euch nie empfehlen, ins Valley reinzufahren, wenn ihr der einzige bzw. nur zwei Scouts es gibt, weil es gibt einfach viel, 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 viel effektivere Positionen. Ein anderes gutes Beispiel wäre zum Beispiel Prokhorovka. Viele Scouts fahren auf die 1er-2er-Linie in einen Busch rein, probieren die TDs zu spotten. Das ist völlig in Ordnung. Aber es nützt euch nichts, wenn ihr mit eurem Scout und der Scout von eurem Team auch noch da reinfahrt. Da würde ich euch lieber mal überlegen, auf den Hügel bei Prokhorovka zu fahren und probieren, den Hügel zu spotten. Das ist aus meiner Meinung oder meiner Meinung nach viel, 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 viel effektiver. Und was zu den Teamkenntnissen auch gehört, ist, dass ihr nicht die ganze Zeit euer Team beleidigt und sagt, Team Noobs, why you not shoot? Wieso schießt ihr nicht auf die Leute, die ihr gespottet habt? Wenn zum Beispiel euer Team nur aus Panzerzerstörer besteht und die probieren natürlich zu snipen, dann ist es meistens nicht so ein Problem. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel wieder unser hypothetisches Lakeville an. Was ist, wenn zum Beispiel euer Team nur aus schweren Panzern und mittleren Panzern besteht? Da ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass euer Team da aktiv probiert, was zu snipen, weil sie selber wollen nicht abgesniped werden und sie wollen so schnell wie möglich in ihre Position in der Stadt kommen. Natürlich lohnt es sich da aber auch mal, eurem Team zu sagen, hey Leute, im Chat zu schreiben, ich probiere dies und diese Position zu spotten und pingt das mal auf der Minimap an. Auch wenn es nur etwas Kleines ist, diese kleine Kommunikation kann manchen Leuten helfen zu merken, oh, der möchte ja wirklich was für uns spotten. Und darum denke ich, dass dieser Tipp Nummer 3 mit den Teamkenntnissen definitiv nicht zu schlecht für euch wäre. So, Tipp Nummer 5 ist alles, oder Tipp Nummer 5 oder Info Nummer 5 ist alles rund um Module und Crew Skills. Wie, oder was packe ich denn in meinen Scout rein? Ist so eine Frage, die oft erstmal aufpasst. Natürlich, die einfachste Antwort aus meiner Sicht für einen Scout, vor allem für Low-Tier-Scouts, die wollen spotten und nicht aktiv kämpfen wollen, ist aus meiner Sicht Ventilation, die kostet 50.000. Das Carmonet, das kostet 10.000 und die Binus, die kosten 500.000. Die beides, Carmo und die Binus, könnt ihr aus dem Panzer wieder rausnehmen, wenn ihr ihn verkaufen wollt. Dann ist es kein Problem. Darum finde ich, das sind die besten Module für Leute, vor allem auch für Free-to-Play-Player, die einen Panzer grinden wollen und auch spotten wollen. Natürlich kann man dann auch mal sagen, zum Beispiel, mein Kollege, der den T37 hat, den kann man auch komplett anders spielen. Unter anderem sagt man, weißt du was,
gehe weg damit. 370 Meter sind eigentlich nicht so gut. Ich entscheide mich jetzt aber dafür, diesen Panzer als Pocket Medium zu spielen. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich packe ein vertikaler Stabi, die Vents und den Ansetzer rein. Und dann habt ihr eigentlich ein Pocket Medium, der einigermaßen für eure Tierstufe schon gut spotten kann, mit vielleicht so um die 380 Meter Sichtweite. Aber ihr seid viel mehr fokussiert auf das, was ihr machen wollt, auf Schaden machen. Das Beste, wenn dann, und das ist eigentlich so eine gute Marge oder so ein guter Punkt, wenn euer Scout 400 Meter Sichtweite hat, dann solltet ihr immer Optiken und Ventilation reinpacken. Dann könnt ihr euch noch entscheiden, entweder ihr nehmt den Ansetzer, was aus meiner Sicht die beste Variante ist, oder unter anderem einen Stabi, oder ihr könnt dann auch sagen, ich nehme noch Binus rein, um, wenn ich dann stehe in einem Busch, dass ich noch mehr was besser spotten kann. Oder entscheidet euch fürs Carmonet, damit ihr viel, viel schlechter aufgeht für den Gegner. Bei den Modulen, wie schon gesagt, es gibt meistens eben diese zwei Punkte, wo ihr machen könnt. Entweder ihr nehmt den Kampfscout mit Ansetzer, Lüfter und Optiken. Oder ihr entscheidet euch eher auf was Passives mit Ventilation, mit Binus und mit dem Carmonet oder mit dem Tarnungsnetz. Wie schon gesagt, ihr müsst aber gucken, wenn ihr 400 Meter Sichtweite habt, Base, also die Base-Sichtweite, dann lohnt es sich schon, die Optiken reinzupacken. 390 aus meiner Sicht auch schon, denn mit einer guten Crew kann man diese 390 Meter Sichtweite auf 445 Meter Sichtweite hochprügeln. Aber nun fragt ihr euch ja, Raging, was soll ich denn genau für Crews oder so reinpacken? Was nützt es, oder was ist denn so eine gute Crew? Also, das ist auch so eine Frage, die ihr sich euch stellen sollt. Wann soll ich denn meine Crew mitnehmen? Oder wann soll ich eine Crew behalten? Aus meiner Sicht ist die beste Zeit, um eine Crew zu behalten, ab Stufe 6. Denn, wenn ihr ohne Booster fahrt zum Beispiel, ist Stufe 5, habt ihr zu wenig Zeit, um vom Stufe 4er, wenn die Crew übernehmen, vom Stufe 4er auf den Stufe 5er, diese 90% Crew hoch zu trainieren auf 100%. Dafür braucht ihr 39.000 XP pro Crewmitglied. Natürlich, jedes Crewmitglied kriegt gleich viele XP, also insgesamt 39.000 Crew XP. Das Problem ist aber, die meisten 5er haben nur 26.000 bis 30.000 XP zu ergrinden. Darum denke ich eigentlich, dass Stufe 5 dadurch der beste Punkt ist, um eine Crew mitzunehmen. Wenn ihr vielleicht schon ein paar Punkte oder schon ein paar, soll man dem sagen, ein paar Crew-Spees drauf angefahren habt. Es lohnt sich da am meisten, denn ihr könnt dann auch sagen, hey, ich fahre jetzt diesen Stufe 5er durch und entscheide mich noch, dann noch die, ist das schon wieder? Verschnelltes Crew-Training reinzumachen, wenn ihr den Panzer Elite gemacht habt. Und da kommt das Zweite. Aus meiner Sicht ist es auf Stufe 5 sehr, sehr lobenswert, auch wenn ihr einen Panzer nicht gerade so magt oder so, den weiterzuspielen, bis ihr den ersten Crew-Skill habt. Und dieser ersten Crew-Skill ist auf eurem Kommandanten sechster Sinn. Ohne sechster Sinn spielt ihr World of Tanks im Ultra-Super-Hardcore-Modus. Auch wenn ihr 3 Sekunden, oder auch wenn sechster Sinn 3 Sekunden braucht, bis er euch anzeigt, ob ihr gespottet seid oder nicht. Es kann euch so oft schon mal das Leben retten, weil diverse Kanonen brauchen mehr als 3 Sekunden, bis sie eingezielt sind, mit Turmdrehung und in Position fahren. Das heißt, ihr könnt noch in Deckung fahren. Dazu kann es natürlich auch sein, dass wenn ihr denkt, ihr seid nicht gespottet, aber ihr beim Hinfahren gespottet wurdet, dass ihr halt da ein bisschen aufpassen müsst. Ich finde einfach, dieser sechste Sinn, das ist ein Non-Plus-Ultra-Skill, den braucht man einfach auf einem oder eigentlich auf jedem Panzer. Und ich hoffe auch, dass Wargaming da das Crew-System mal ein bisschen überarbeitet, damit ihr halt diesen sechsten Sinn nicht so hart ergrinden müsst. Unter anderem ist natürlich auch die Frage für Free-to-Play-Players, also für Leute, die kein Geld investieren, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber es würde sich lohnen, einen Low-Tier Scout sich zu kaufen. Wie zum Beispiel bei den Russen der T-127 oder bei den Amerikanern natürlich der T-2 Medium, glaube ich, ist es. Oder Locust oder T-2 Light, Entschuldigung. Diese Premium-Panzer kosten eigentlich nicht viel, zwischen 3 bis 5 Euro, glaube ich, sind es insgesamt. Aber
Ihr könnt eure Crew, die ihr zum Beispiel umschulen wollt oder trainieren wollt, könnt ihr in diesen Panzer reinsetzen und dann diese Crew hochleveln. Und euch halt diesen ersten sechsten Sinn oder diesen ersten Crew-Skill auf dem Kommandanten anarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht wirklich, wenn ihr dann auf Stufe 6 schon sechsten Sinn habt, dann habt ihr schon es viel, 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 viel einfacher damit zu grinden. Dennoch, ich finde, für andere Crewmitglieder ist es wichtig, wenn ihr sechsten Sinn auf den Kommandanten raufpackt, dass ihr unter anderem bei den anderen Crew-Skills oder bei den anderen Leuten in eurer Crew Sachen draufpackt wie Camo. Sechster Sinn und Camo ist das Wichtigste für euren Scout. Ich höre auch von manchen Leuten noch sagen, ja, Bier oder Waffenbrüder, wie es im Deutschen heißt, ist auch ziemlich gut. Muss aber sagen, bei vielen Crews, aber bei vielen leichten Panzercrews ist das diese 5%, ja, schlussendlich ist eure Hauptaufgabe zu spotten und nicht Schaden zu machen oder so. Natürlich ist es jetzt ein bisschen kontra zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit der Kanone, dass die Scouts Kanonen haben. Aber dennoch, Camo ist das Wichtigste und Bier, man kann sich's überlegen, ist auch ein toller Skill, aber zuerst Kommandant, sechster Sinn, dann Camo. Und wenn ihr dann mal Lust habt und den dritten Skill schon angefangen habt, dann könnt ihr mal wieder umschulen und euch dann vielleicht Bier raufsetzen. Des Weiteren wichtige Crew-Skills sind natürlich Speer und Weitsicht. Wobei der Weitsichtskill vom Funker besser ist als der vom Kommandanten. Denn der Kommandanten gibt, glaube ich, nur 2,5% bei 100% mehr Sichtweite, während der des Speers oder des Funkers 3% gibt. Also, zusammenfassend für diesen Teil hier, ihr habt es gehört, am besten ab Stufe 5 die Crews behalten. Und wenn es geht, mit dem Stufe 5er probieren, euch einen sechsten Sinn anzuarbeiten. Es ist manchmal mühsam, den gleichen Panzer immer und immer wieder zu spielen und man möchte ja den neuen Panzer haben, aber glaubt's mir, es wird euch keinen Spaß haben, den neuen Panzer zu haben, diesen tollen VK 2801, aber keinen sechsten Sinn zu haben und sofort geht ihr, seid ihr offen, ihr wisst es nicht und ihr stirbt dann dadurch. Es lohnt sich einfach, sich auf diesen sechsten Sinn hinzuarbeiten. Das ist aus meiner Sicht der vierte Tipp, den ich euch geben kann. Und jetzt der fünfte, der kommt auch wieder von Erdenstolz und er sagt, vielleicht Munitionsarten noch angucken. Und da ist es wichtig, viele Scouts benutzen ja AP als Standardmunition, APCR als verbesserte Munition und HE als HE. Es gibt da ein paar Ausnahmen, zum Beispiel der T71, CMCD und DA, glaube ich, die benutzen Heat als Premium-Munition oder als verbesserte Munition. Und diese Heat, die hat den Vorteil, dass ihr auf Entfernung keine Durchschlagskraft verliert. Also jede andere Kanonentyp, außer HE noch, oder jede andere Kugeltyp, verliert über 100 Meter Durchschlagskraft. Bei APCR ist das mehr, bei AP ist das weniger. Aber des Öfteren kann das schon ziemlich viel Durchschlagskraft sein, die ihr da verliert. Und dann kann es auch sein, dass ein Gegner, den ihr auf 100 Meter ohne Probleme in die Seite penetrieren würdet, auf vielleicht 300 Meter nicht mehr penetrieren könnt. Dadurch ist der Vorteil Heat eben, ihr verliert keine Durchschlagskraft auf Entfernung. Jedoch, sobald ihr etwas wie Schottpanzerung trifft, wie zum Beispiel die Kanonenblende eines Panzers oder die Ketten oder die Seitenschürzen, zum Beispiel der EN-100 hat diese schönen dicken Seitenschürze. Sobald ihr sowas trifft, dann ist eigentlich eure Heat nutzlos, weil diese Heat verliert, sobald sie etwas trifft, explodiert sie eigentlich. Und sofort fängt eigentlich der Modus an. Und wenn ihr natürlich ein externes Modul trefft, wie zum Beispiel die Kanone oder eben diese Seitenschürzen, dann fangt ihr schon an dem Punkt, wo ihr diese Kanone oder Seitenschürzen habt, mit an zu penetrieren, die Panzerung. Und je mehr Platz zwischen der echten Panzerung und dieser Schottpanzerung liegt, desto mehr verliert ihr an Durchschlagskraft. Und das ist ziemlich viel. Ich glaube, auf 5 cm sind es, glaube ich, 10 Millimeter Durchschlagskraft oder 20 sogar. Das läppert sich dann ziemlich schnell, ziemlich gut an. Der Vorteil von APCR ist, dass es eine extrem schnelle Munitionsart ist. Also da müsst ihr viel weniger vorhalten als mit AP.
Das heißt also, das Snipen wird viel, viel einfacher, wenn ihr APC erschießt. Jedoch, wie schon einerseits angemerkt, beim Snipen, ihr verliert mehr Durchschlagskraft. Und der andere Nachteil ist, jede Kugel außer Heat und HE probieren, wenn sie eine Panzerungsplatte treffen, zu normalisieren. Also, um besser oder einen besseren Winkel auf die Panzerung zu haben. Dadurch wird die effektive Panzerung, die trigonometrisch berechnet werden kann, schlechter. Darum ist AP ein bisschen besser, wenn es darum geht, angewinkelte Panzerung zu durchschlagen. Denn AP hat einen Normalisierungswinkel von 5 Grad, während APCR 2 bis 3 Grad hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es genau ist. Und ich würde euch empfehlen als Scout, guckt euch mal an, wie viel Durchschlagskraft hat eure HE. Zum Beispiel nehmen wir einen Stufe 6er Scout, den Typ 64 Premium der Chinesen an. Die Kanone hat 128 mm AP-Durchschlagskraft, für Stufe 6 ist es völlig in Ordnung. Ihr verliert aber ziemlich viel Durchschlagskraft auf Entfernung. Das könnt ihr sehen, wenn ihr auf die Kanone klickt oder auf die Munitionsart euch hinbewegt mit der Maus. Könnt ihr sehen, 128 auf 100 Meter, 124 auf 200 Meter und 110 durchschnittliche Durchschlagskraft auf 500 Meter. Also verliert 28. Bei APCR ist das noch ein bisschen schwerer. Also ihr fängt mit 177 mm Durchschlagskraft an und fällt dann bis auf 185 mm runter. Klar, es ist immer noch besser zum Glück als die von der AP. Und bei HE wird das kein Problem sein, aber ihr könnt sehen, dass die HE 38 mm Durchschlagskraft hat. Und jetzt ist wichtig zu merken, der Typ 64 auf der Stufe 6 hat maximal 25 mm Panzerung, hat aber in der Seite 12 und am Heck 19 bis 12. Da lohnt es sich, wenn ihr auch mal ein bisschen HE mitzunehmen, denn wenn ihr zum Beispiel mit einem Typ 64 gegen einen anderen Typ 64 kämpft, könnt ihr ihn mit gezielten Schüssen, zum Beispiel in den Turm oder in die Seite, halt viel, viel schneller rausnehmen, weil ihr halt einfach diese bessere Schadenswerte habt. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass ihr keine Ketten oder so oder Kanonenblenden treffen, weil dann explodiert die HE und sofort wird sie nichtig. Wenn ihr zum Beispiel auf einen Panzer wie den Tesium 30 trefft, da lohnt es sich HE nicht unbedingt zu schießen auf seine Front. Denn die Front ist ordentlich angewinkelt, der Turm ist gar nicht mal so schlecht gepanzert, darum wird es da ziemlich schwieriger. Wenn ihr ihn aber von der Seite habt, als Typ 64, lohnt es sich da ohne Probleme, da ihm ein paar HE-Schüsse reinzugeben. Andere Panzer wie der VK2801 haben viel mehr Panzerungen. Da lohnt es sich überhaupt nicht, HE drauf zu schießen. Als zum Beispiel Typ 64. Der 5916 ist auch so ein Beispiel, wo es sich nicht lohnt, frontal HE drauf zu schießen, aber am Seite und am Heck definitiv, wenn er im 90-Grad-Winkel zu euch steht. Darum, guckt, was euer Panzer so für Durchschlagskräfte hat. Guckt vielleicht auf tanks.gg ein paar Panzer an, die ihr auf eurer Stufe sehen könnt oder treffen könnt. Und dann entscheidet euch, hey, lohnt es sich jetzt da rauf zu gehen oder lohnt es sich nicht da jetzt rauf zu gehen? Oder lohnt es sich da HE mitzunehmen? Und das ist mein Tipp Nummer 5. Wie üblich habe ich euch jetzt noch einen Bonustipp und dieser Bonustipp ist, oder das Schlusswort ist, wenn ihr Scouts kapiert habt oder verstanden habt, ist das aus meiner Sicht die coolste Klasse zu spielen. Wirklich. Es macht sau Laune, diese Klasse zu spielen, wenn man es richtig verstanden hat. Es ist, also soll ich sagen, die Belohnung, die ihr dafür kriegt, wenn ihr es richtig macht, ist bombastisch. Das Gefühl, wenn ihr ein Spiel gecarried habt auf einer offenen Map, weil ihr mit Sichtweite einen Gegner outplayed habt, ist absolut fantastisch. Und ich hoffe, Leute, ich konnte euch jetzt mit diesem Video ein bisschen helfen, das Spiel oder die Scouts ein bisschen zu verstehen. Ich weiß, es ist lange gewesen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht totgeschwafelt. Wenn ja, dann ein Rest in Peace to you, Sir. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch doch jetzt noch einen schönen Tag.
Vergesst nicht, wenn ihr selber noch Tipps habt, schreibt es doch in die Kommentare des Videos oder des Forum-Posts. Gebt den Leuten noch weitere Tipps an, die ihr noch denkt, sind gut. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag. Ciao, ciao.